Herzlich willkommen zur Auswertung meines Fluges heute mit dem Logo X-Extreme 800 von Mikado, der hier auf dem Bildschirm auch zu sehen ist. Die Auswertung mache ich anhand des Castle Link Graphic Viewers, den ich hier gleich aufmachen werde. Denn verbaut ist der 160er Castle Edge Regler und der arbeitet zusammen mit dem Align 850 MX Motor mit 540 kV, gewickelt von Brushless Tuning. Die Übersetzung ist das 175er Hauptzahnrad, logisch, und 16 Zähne am Motor. So, die Daten habe ich natürlich hier schon auf meinem Computer aufgezogen. Da sind sie. Und die möchte ich euch mal kurz zeigen. Hier sind insgesamt vier Flüge drauf. Und ich möchte euch natürlich nur den letzten Flug zeigen. Und zwar möchte ich euch zeigen, die wollte ich nämlich mal weg, dass ein Logo 800 gar nicht so viel Ampere braucht, wie viele das immer behaupten, wenn man das mal so die Foren durchgeht, dass man da unbedingt einen 200 Ampere Regler draufschrauben muss. Mit 14S kann man den auch nur fliegen, finde ich, ein bisschen übertrieben. Und so wie ich fliege, ist das überhaupt nicht notwendig. Ein 160 Ampere Regler reicht da vollkommen aus und 12S ebenfalls. So, wie bin ich geflogen? Damit ihr ein Bild habt, ungefähr eine Vorstellung, wie bin ich denn überhaupt geflogen? Hier haben wir die RPM, also die Kopfdrehzahl, hochgefahren. Hier habe ich ihn abgestellt auf dem Platz, bin ihn hochgefahren, auf, unten steht 1680 Umdrehungen am Kopf, hier unten, hier steht es dann immer, die aktuelle Drehzahl, wenn ich sie hier bewege. Tatsächlich gemessen sind das 1650 Umdrehungen gewesen. Die bin ich jetzt ganz chillig, nur im Rundflug, wirklich tatsächlich war das nur eine 8 oben in der Luft, nur eine 8 bin ich da geflogen, 1,5 Minuten lang. Dann die Drehzahl erhöht auf 1900, zeigt er uns hier an. Tatsächlich gemessen sind es 1850 Umdrehungen, also auch schon recht nah dran an dieser Grafik. Hier bin ich dann geflogen mit ganz leichten, ganz vorsichtigen Kunstflugeinlagen, kleine Rollen und ganz vorsichtig gezogener Looping, also ganz sanft. Hier als Trennung für mich nochmal die Kopfdrehzahl runter und wieder hoch, damit ich weiß, aha, ab hier bin ich dann so ein bisschen ausgerastet auf dem Flugplatz mit schnellen Überflügen, mit vollem negativen Pitch und vollem positiven Pitch, Reißloopings und alles sowas, also wenn man da mal ein bisschen ausrastet. Das möchte ich dann euch auch nochmal zeigen, was da mit der Amperezahl vor sich geht. So, hier wieder runter, das mache ich eigentlich fast immer bei meinen Flügen, nochmal kurz zum Entspannen, für ein paar Sekunden, so 10 Sekunden, und dann absetzen und wieder zum Tisch gehen. So, hier haben wir die Kopfdrehzahl. Wenn ich jetzt, ich fange mit der Temperatur einfach mal an, wir nehmen gleich mal die Amperezahl. So, wie gesagt, hier der ganz chillige Flug, nur die 8, und hier ist die Amperekurve, da kommen wir gleich zu. Und die Ampere-Kurve zeigt uns hier wieder, wenn ich darüber gehe, dann zeigt uns die aktuellen Daten, sind zwischen 20 und 26 Ampere. Das ist super, super wenig für ein 800er Helikopter. Hätte ich nicht gedacht, dass er nur so wenig Strom braucht. Hier im zweiten Gang bei 1900 Umdrehungen bzw. 1850 geht die Ampere-Kurve natürlich ein Stückchen weit höher, aber es sind immerhin nur 35 Ampere im Schnitt. 35 Ampere. Und hier sieht man dann schon an der Ampere-Kurve, dass ich hier so ganz vorsichtige Loopings gezogen habe oder ganz leichte, sanfte Flips oder Rollen. Okay. Dann
geht es hier los und hier sieht man dann natürlich schon, okay, was hat er denn da gemacht? Da habe ich dann den Pitch mal voll reingeballert oder mal voll negativ. Man sieht es hier an der Drehzahl, da ist sie mal kurz auf 2120 hoch. Das dürfte die sein. Da bin ich mit Sicherheit von oben mit vollem negativen Pitch nach unten gekommen und habe dann hier den positiven wieder reingeballert. Aber das, was mich interessiert und was ich euch einfach zeigen wollte, ist tatsächlich, wie viel Ampere zieht er denn nun eigentlich, wenn man mal in einer härteren Gangart über einen Platz knallt. Und zwar sind das im Höchstfalle, die einen Peak, sind das 169,2 Ampere, also 170 Ampere, das dürfte diese Spitze hier gewesen sein. Mehr war das gar nicht. So mit meinem Können, was ich so kann. Ich kann kein 3D fliegen, also Hochachtung vor allen Leuten, die das können. Dieses Gezappel sagt man immer negativ, aber ich finde das fantastisch, wie die Leute das machen. Unglaublich manchmal. Das kann ich nicht. Ich fliege, na, wie soll ich sagen, harten Kunstflug. Das hier ist harter Kunstflug, so würde ich das mal benennen. Aber hier, ihr seht, ein 160 Ampere Regler reicht vollkommen aus. Auch der Castle 160 Ampere Regler, den kann man in den Peaks manchmal hochjagen bis weit über 200 Ampere. Das nimmt er einem nicht krumm. Habe ich selbst schon erlebt, selbst schon ausgemessen. Ach du grüne Neune, was war denn hier los? 200, was war das? 248 Ampere. Da muss man was machen. Das ist das Schöne an diesem Grafikviewer, dass man da mal ein bisschen schwarz auf weiß, was hat. Okay, wie viel hat er denn tatsächlich gezogen? Und ist keine groben Schätzungen, sondern ganz tatsächlich. So, was noch interessant ist natürlich, ist die Temperatur. Wie habe ich denn belastet den Regler? Und die Temperaturkurve ist super gesund. Die höchste Temperatur, die er gemessen hat, sind 45 Grad. Das ist sehr gut. Ich habe nach diesem Flug den Airline-Motor gemessen. Der hatte 54 Grad. Das ist auch noch völlig im grünen Bereich. Heute waren draußen, ich weiß nicht, 22 oder 24 Grad ungefähr. Gut. Die Wattzahl ist gleichzusetzen. Seht ihr hier schon an der Grafik mit der Amperezahl. Deswegen arbeite ich da gar nicht mit. Das BEC, was drinnen ist bei mir, ich mache hier mal ein bisschen was weg. Die Temperatur nehme ich weg. Hier ist es die BEC, die Stromversorgung für meine Servos. Das ist das von Hobby King, das SBEC, das 20 Ampere. Und hier kann man auch sehen, das ist ganz brav und ganz konstant. Die 7,3 bis 7,6 Schwankungen in Anführungszeichen gehabt hat. Also ganz konstant, auch hier bei vollen Pitch und negativen Pitch, volle Pulle, bam, 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 hat es sich kaum interessiert und ist ganz stabil geblieben. Ja, das ist es, was ich euch mal zeigen wollte, was tatsächlich an Ampere gezogen wird bei einem chilligen Flug hier, richtig chillig, nur achten oder ganz, ganz, ganz vorsichtigen Kunstflug und harte Überflüge und harter Kunstflug. Okay. Ja, Leute, dann bedanke ich mich, dann mache ich das wieder zu und dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss.